Dum, 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 wir sind wieder da. Ja. Da ist da Team wollte Jua. Das Team 4 nicht so wie wir. Einfach mal kaputt gegangen. Genau. Aber dieser Satz, der hier steht, Satanas, Imi, Ini, Midai, irgendwas, bla bla bla, ja. Das war doch vorhin schon, ne? Ja, das war vorhin schon mal. Ach so, mache ich die Kamera an und an. Also find Lin. Nothing matters but Lin. Ah ja, ah. Unsere Aufgabe. Das sind scheinbar Satansanbeter hier. Mhm. Du weißt ja, mit was du es zu tun hast. Juhu, du auch nächstes Mal. Yay. Ich gehe da jetzt einfach rein. So. Ich werde mir einfach wieder eine Tafel Schokolade hinlegen. Das beruhigt die Nerven irgendwie. Oh, und was Baldrian. Haben wir denn hier Schönes? Ja, Baldrian ist auch super. Ich mag Sekten ja total, ne? Was? Oh Gott. Ich mag dich so sehr, dass ich meine eigene gegründet habe. Ja! Klage der Hebamme. Das Kind, es kommt, bereit das Messer macht. Das Kind, es kommt, Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt. Der Morgen wird des Feindes Blut vergossen, hier, wir seien verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt. Das Kind, es wächst, der Hölle gesandt. Ezekiel ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, frohe Dinge! Und wieder der Refrain! Juhu! Alle mit! Wundervoll, wundervoll. Ich tue einfach so, als würde ich da dazugehören, dann ist es nicht so gruselig. Ja. Ach, das war ja witzig, wie ihr gerade die Fliegen so weggemacht habt. Genau. Ja, es ist auch schön, dass es ein bisschen realistischer gehalten ist, ne? Ja. Dass er nicht einfach nur durchläuft und wie so eine Kuh so gar nichts macht. Oh, meine Mutter hat auch so eine Maske. Ich finde die so gruselig. Ja. Also das nicht sind, mit dem Blut aus Venedig. Und so. Ja, ja, das ist klar. Naja, man weiß nicht, was deine Sekte so anstellt. Ja. Die Aeroschivisten. Ja. Das nee, sieht auch das sind aus so wie ein. Wie ein. Mhm. Ja, genau. Scheiße. Red weiter, ich Kurz hier wie diese Masken aus Venedig, die habe ich auch schon mal dort gesehen. Diese, stimmt. Keine Ahnung. Das sind scheinbar die entweder die Dorfbewohner oder die Opfer. Beides? Ja, gut, wenn, dann wahrscheinlich eh beides. Sind das Kinder? Da ist schon wieder dieses Ding, guck. Stimmt. Ich erkenne es auch nicht richtig. Vielleicht sind das ja auch die... Nein, das sind doch da Beine. Was? Nee, hier sind aber auch Köpfe. Ah, nee, da ist ein Kopf. Ah, die sind verbrannt. Ja, die sind alle verbrannt. Ach du Scheiße. Da geht's weiter. Also einfach so ein Schacht hier, ne? Ja. Jetzt wollte ich nochmal den Refrain singen und ich habe ihn vergessen. Ja. Aber das eine Ding, was da hing, das könnte das Symbol für die Sekte sein oder sowas. Ja. Ein Schaukelpferd. Oh, yay. Steht da was? Nee. Schaukelpferde, die sich bewegen, Clowns und Puppen, das ist so echt Grusel pur. Und alles Symbole für Kinder, oder? Ja. Wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Mein Dings ist schon wieder aus. Ich nehme noch eine Batterie. Ich gucke mich zu genau um, glaube ich. Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie schneller alle werden als im ersten Teil. Ah! Oh. Wer wird schneller? Schreit und rennt los. Ah, was ist das? Schnell hin. die Batterien werden scheinbar schneller alle als im ersten Teil, finde ich. Ach so. Drücke zum Kriechen C. Okay. Ich bleib da jetzt erstmal liegen. Da tut mir keiner was. Ja. Siehst du was? Nein. Bei mir ist so schwarz. So. Genau. Ah, es speichert. Wie schön. Echt? Wo? Was? Stand da unten in der Ecke gerade. Ach, cool. Das heißt, du wirst immer nur Checkpoint-artig. Checkpoint-artig hier gespeichert. Also man kann nirgendwo selbst speichern. Ich glaube, ich kann gut, teilweise nicht. Schlecht. Ja. Mhm. Ich kann nur den Speicherplatz ändern. Obwohl, da stand Speichern und Beenden da unten. Ja gut, so kann ich halt speichern. Ja. Also ich glaube, ich würde mal das Licht anlassen jetzt. Ja? Weil, ja, durch die Person, die da redet.
Soll ich da reingehen? Das kommt rechts, ja. Guck mal, ob du da hin kannst. Ach, sieht der das nicht, dass ich hier mit einer Kamera rumlaufe? Nee, das ist ja ein Nachtsichtgerät. Ach so, wo soll ich denn jetzt hin? Warte mal, geh da mal hin, wo du gerade hingezoomt hattest, auf dieses... Ich glaube, da lag eine Batterie, genau. Und jetzt? Die Person, die da redet, versuch mal an der irgendwie vorbeizukommen. Ja, aber wo ist die denn? Ich weiß nicht. Die muss nochmal reden, dann höre ich sie. Von links kommt sie jetzt. Also kann ich so lang gehen? Also, naja, von dort kommt sie. Ich würde mal hinter... Ich weiß nicht. Ja, genau, geh mal da lang. Kannst du da hinter das Haus? Nee. Stehe ich hier so offensichtlich rum, gell? Ja. Also wenn was kommen sollte, renn wie ein vom Teufel gestochen, ne? Okay. Und am besten in die Richtung, wo es herkommt, weil dort wird es dann bestimmt weitergehen. Wo kommt es denn jetzt her? Kennst du was? Von links her kommt es. Von da, oder? Ja, aus dem Haus raus, so klingt das. Ah. Gut, dass ich hier stehe. Mhm. Dann schaue ich nochmal. Oh, jetzt ist es hinter dir. Wirklich? Ja, es klang gerade wie nach hinter dir. Okay, versuch einfach zu rennen. Sonst haben wir Batterieprobleme bald. Scheiße. Du musst, glaube ich... Oh Gott. Jetzt kommt's von rechts. Hä? Läuft die hier irgendwie rum? Scheinbar, ja. Oh Gott. Ich dachte, da wäre was. Ja. Neben mir. Ah, Scheiße. Oh Gott. Was? Hä? Ich bin tot. Okay. Hast du die gesehen? Ja, also als sie mich dann erwischt hat, habe ich sie gesehen. Ja, genau. Ah, okay. Soll ich einfach mal durchwaschen? Ja, versuch mal richtig einfach nur schnell durch. Oh, warte. So. Also wo stand die? Die stand neben dem Haus, gell? Ja, wahrscheinlich. Da ist da vielleicht, ich glaube, die Batterie kannst du nochmal aufheben. Ach ja, wo war die denn? In irgendeinem Stall oder Unterbau oder sowas in der Art. Ja, dort glaube ich, genau. Genau. Nein! Oh, ich hab's überlebt! Fuck, ups. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat sie mich. Oh, die Augen! Die ist ja voll besessen, die Olle. Ja. Aber ich hab nicht gesehen, wo es weiterging. Ich weiß nicht, entweder kann man da rüberspringen oder... Also ich bin zu einer Tür gelaufen. Ich wollte sie gerade, glaube ich, öffnen. Und dann hat sie mich erwischt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, das sah eher aus wie so eine Art Zaun oder so. Ich weiß nicht, ob du da durchkommst. Ich weiß auch nicht. Oh Gott, bin ich froh, dass ich das nicht spiele. Nächstes Mal. Also, pass auf. Also die scheint da schon irgendwie rumzulaufen, ja. Aber... Weil das sah gerade aus, als ob die ganz chillig da lang rennt. Glaube ich. Ah, okay. Also, warte mal. Wo ist denn dieses Haus, wo ich gerade war? Jetzt links von dir. Jetzt links? Hm? Glaubst du, ich sehe da irgendwas? Jetzt geradeaus? Ist sie jetzt rechts? Höre ich das richtig? Nee. Also es war mehr geradeaus. Genau, in die Richtung ungefähr. Da ist sie, oder? Irgendwo dort, ja. Ein bisschen rechts jetzt. Aber ich muss ja da irgendwo lang. Eigentlich ja. Oh, jetzt ist sie genau links. Glaubst du, ich sehe da was? Please, false heavens, fear, be seized.
Kannst du dich rechts langschleichen vielleicht? Also ich glaube, sie kommt immer von da. Aber ja, rechts langschleichen, da ist ja das Haus zu. Also ich muss ja hier. Also, ja, ja, rechts. Das ist ja rechts. Ach so, schleichen. Ja. Die hat mich schon gesehen. Ich höre was. Ja, die hat mich schon gesehen. Ich schau mal, ob ich einen Ausweg habe. Genau, das ist gut, das ist gut. Oh, du kannst dich heilen nebenbei. Sehe ich gerade. Wie denn? Da stand irgendwie H oder sowas. Ich war viel zu darauf konzentriert. Ja. Scheiße, okay. The Gospel of Knot. Aber irgendwie ist es lustig. Aber wie heftig, du kommst. Ey, zwei Schläger, drei Schläger und du bist tot. Ja. Also, ich hole mir die Batterie. Ne? Genau. So. Und jetzt probiere ich es einfach mal. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier renne? Ah, da kommt sie genau ums Eck. Genau. Wenn du ein bisschen weiter rechts vielleicht dann nachher läufst, dass du nicht direkt an ihr vorbeirennst. Ja, das probiere ich jetzt als nächstes. Aber ich glaube, da sieht sie mich, weil das ist ja nur so viel irgendwie. Hm. Ja, ja, aber dann hast du vielleicht ein bisschen noch, also dann kann sie dich nicht direkt erschlagen, sondern die müsste erst zu dir rennen und in der Zeit kannst du einen Bogen um sie laufen. Ja, gut. Achso, die Kamera vielleicht erstmal? So. Ja. Also, Batterie. Jetzt ist sie gerade zur Tür raus. Das hört man richtig. Quietsch. Also du meinst, hier rechts an diesem Auto vorbei? Ja, da komme ich ja hier so nicht vorbei. Also nicht, also erst vorne rum meine ich und dann direkt an dem Auto dranbleiben. Soll ich kriechen? Bringt das irgendwas? Hm. Ich glaube hier noch nicht. Die hat mich schon gesehen. Okay. Kann ich mich jetzt hier irgendwo verstecken? Stimmt, oder du musst einfach nur rennen. Das mache ich gerade. Genau, jetzt lauf mal da lang. Vielleicht ist sie gerade hinter dir, weil dann kommst du hier. Die ist auch hinter mir. Wenn ich zu lange renne, werde ich erschöpft. Kannst du da durch? Nein. Shit. Oh Gott. Hier kann ich durch. Ah, echt? Ja, au. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, Scheiße. Ich bin durch. Okay. Okay, hart zum Heilen, genau. Boah. Ich bin hier durchgekrabbelt schnell. Sehr gut. Ich hätte es gar nicht gesehen. Ja, das stand da gerade. Da stand einfach irgendwie C oder keine. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Das war halt so eine Grube wie vorhin. Ah, okay. Ah, da bin ich durch, ne? Ja. Ich muss jetzt nämlich erstmal mich orientieren. Ich bin nämlich gleich weitergerannt aus meiner Panik raus. Du kannst manche Dinge verschieben, indem du dich neben sie stellst und drückst. Okay. Was bringt mir das jetzt? Dass du da durch kannst. Oder draufklettern kannst. Ah, okay. Oh Gott. Was denn? Die ist schon wieder da. Also wirklich? Ich höre sie schon wieder. Hm. Nein. Ernsthaft? Die hat irgendwas gesagt mit irgendwas mit Herr oder so. Musst du das vielleicht gegen die Tür schieben? Nee. Ich dachte, ich bin jetzt sicher. Gute Frage. Oh, ich habe eine Tür gehört. Ach, das war doch im Spiel. Scheiße. Das ist gemein. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach, du kannst draufklettern. Ja. Da ist doch so eine kaputte Leiter. Vielleicht musst du da hoch. Das musst du halt wieder ein Stück zurückschieben oder so. Nein. Ach, die ist, glaube ich, neben mir. Deswegen. Schau mal. Da ist ja draußen hier. Durch den Schlitz. Oh ja, ich sehe sie. Ich glaube, ich habe sie gerade laufen sehen. Echt? Mhm. Deswegen hast du sie gehört, weil wir genau neben ihr sind hier. Ach, das beruhigt mich. Mach mal das Licht an, vielleicht sehen wir ein bisschen was.
Ja gut, ich kann ja vielleicht hier auch durch. Nee, kann ich nicht. Kannst du nochmal Richtung Leiter gucken? Also für mich sah es aus, als ob man da vielleicht hoch kann. Das sind doch nur die ersten untersten Stufen kaputt, oder? Mit Licht. Nee. Die sind alle kaputt. Kannst du das seitlich ziehen? Du hast es ja jetzt immer nur in eine Richtung gezogen. Ja, warte. Ah, ich dachte, das geht nicht, weil da ja gleich die Tür ist. Schau. Aber ich bin wohl nicht so dick. So, und jetzt näher an die Leiter ran ist. Ich bin mir sicher, dass du da hoch kannst. Okay. Genau. Ah, okay. Ja. Oh, ein Zettel. Was zum Lesen. Okay, schön. Kapitel 8. Erstens, und dein Volk führte Krieg auf den Feldern meines Sohnes in Eretz Israel. Zweitens, mein Land liegt wüst, doch meine Saat hält Stand gegen Babylon und das Assyrische Reich und Rom, doch gefallen an den Muselmann, enttäuscht in den Kreuzzügen und verraten zur Zeit der pharisäischen Zöllner. Okay. Drittens, Baruch, Sohn des Neria, schrieb die Worte des weinenden Jeremia nieder. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen in ihrem Amt und mein Volk hat's gern. Also. Viertens, sei belehrt, o Ezekiel, ehe sich mein Herz von dir wendet, lass dein Gesicht nicht unbeschnitten in deiner Jeremade, Jeremite, was? Jeremiade. Wirst du nicht nur Tränen weinen müssen, selbst Blut musst du weinen. Schön. Fünftens. Oh. Ja. Und Sullivan Knot, ja, der hat den richtigen Namen, schrieb seinen Namen als Ezekiel oder Ezekiel, keine Ahnung. Ezekiel. Ezekiel, ja, jetzt sagt's mir auch viel eher was. Auf das Banner der Ewigkeit mit eiserner Klinge schrieb er I in sein Auge und es war geöffnet und blutete und sein Gesicht war gewaschen von Tränen und Blut. Sechstens, also sprach der Herr, jetzt werde ich dir die Wahrheit zeigen, denn du schnitzt in dein eigenes Gesicht im Bunde mit mir. Siebtens, und der Herr sprach, es war nicht dein Auge, das du herausgeschnitten hast, sondern eine Schuppe, die du für dein Auge hielst, und nun kannst du sehen. Was? Ja. Ich sag ja Google-Übersetzer, also das klingt für mich... Gut, die ganzen, ja, die religiösen Texte und so weiter sind manchmal eh ziemlich... Google übersetzt. Ja. Ja, genau. Ah. Gehe zum Licht. Ja. Aber weißt du, wenn jetzt einfach umgebracht wird, hat das halt überstanden. Ah! Ja, das habe ich jetzt irgendwie. So sein. Das hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Scheiße. Oh. Sag mal, bist du weggetragen? Oh, nee, unsere Brille. Du sollst ihn haben? God wants me dead? Okay. Scheiße. Okay. Ich glaube, wir haben unsere Kamera verloren irgendwie. Echt? Ah, nee, da ist... Nee. Steht da einer da hinten? Nee. Boah, die rennt draußen rum. Wir müssen bestimmt früher oder später wieder raus. Mhm. Taschenlampe. Die können wir nicht nehmen. Was? Wir haben ja unser gutes Nachtsichtgerät, ne? Eben. Was machst du denn für Geräusche? Ach, da kannst du raus. Ja, toll. Wunderbar. Ist da was drin? Nee. Von Bose? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ernsthaft? Ja, Bruce F. Nee. Ah, ich wollte gerade sagen. Oh, ich will da nicht raus. Aber Gott will dich. Ach so. Toll. Die Olle geistert hier wahrscheinlich auch noch in der Weltgeschichte rum. Nachladen finde ich immer so lustig. Ich denke immer, ja, ich habe eine Waffe, ich kann nachladen. Und dann, nein, doch nicht.
Die Musik ist schon wieder so furchtbar. Auf jeden Fall. Aha. Ich hab so kalte Hände. Deine Kamera hat ein Mikrofon. Drücke V, um durch Wände zu hören und Geräusche zu verfolgen. Nicht dein Ernst, oder? Ich glaube mehr nach links. Ich habe mich unter das Bett gelegt. Was? Ich glaube nicht, dass das jetzt nötig ist. Meinst du? Ich weiß ja nicht, was das für ein Spiel ist. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hören, was die erzählen, damit wir vielleicht was rausfinden. Ach so, meinst du? Ich dachte, die kommen jetzt hier durch die Tür. Geh mal weiter links. Da. Je höher das ausschlägt, umso eher komm mal ran. Ach, ich kann da auch zumachen. Meine Nachbarn machen Lärm. Ja, ich bin gerade voll erschrocken. Aber hier höre ich nichts. Die Katz. Ja. Scheinbar sind sie jetzt weg. Ich denke mal, das ist das Zeichen dafür, dass du jetzt raus darfst. Ach so, ich hätte also vielleicht zuhören sollen und nicht weglaufen. Hm. Ups. Aber irgendwas schlägt da immer noch aus. Nur allgemeine Geräusche, Wind vielleicht oder sowas. Gerade eben hat man ja jemanden reden hören. Okay. Da. Versteck dich im Blut, versteck dich im Blut. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, läuft man in die Richtung? Der steht ja da. Soll ich zu dem jetzt hingehen? Das ist eine gute Frage. Ist der lieb? Ich glaube nicht, aber... Ach, geh mal hin, der sitzt in so einem Stuhl und schaukelt. Der ist nicht böse. Hallo. Hi. Oh, shit. Ich glaube, du musst weg. Geh wieder rein. Mach zu. So? Der klopft. Mach mal das Nachtsicht aus. Ja gut, hast eh keine Batterie mehr, ist eigentlich egal, ne? Mhm. Der hat mir gar nicht wehgetan, das war jetzt witzig irgendwie. Also ja. Ich muss um den rumschleichen. Wahrscheinlich, ja. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wahrscheinlich musst du hören oder so, ja. Und wo die vielleicht sind und dich dann von denen wegbewegen oder sowas. Ja. Ich muss jetzt erstmal Tee nachschenken und ich muss ganz kurz unter dem Bett bleiben, weil... Ja. Das geht gar nicht anders.